Herzlich willkommen zum Energiesparmeister und zwar der Preisverleihung 2014. Hier ist Tanja Leutz. Also das, was uns wichtig ist, ist, dass wir nicht nur heute diesen Tag veranstalten, der ist ganz wichtig und den sollen auch alle, die hier extra die Reise angetreten haben, ganz toll genießen. Aber danach wollen wir halt nicht auseinandergehen und sagen, okay, das war's jetzt, sondern das, was gleich geblieben ist, dass jede Schule einen Paten zur Seite gestellt bekommen hat. Und es geht uns darum, dass die Projekte weiter wachsen. Also jedes Projekt hat sicherlich Fragen oder Ideen, was man gerne noch machen möchte. Oder es entstehen auch Anregungen hier beim Austausch der Schulen. Und wir begrüßen jetzt recht herzlich Herrn Schaffhausen. Also erst einmal kann man von den Preisträgern lernen, dass sie sehr engagiert gewesen sind, dass sie richtig mit Engagement in die ganze Sache hineingestiegen sind, dass sie viele Ideen kreiert haben, dass sie überlegt haben, wie kann man das denn im Alltag umsetzen. Und das ist wichtig. Klimaschutz muss nachhaltig sein, muss immer wieder neu ansetzen, wenn man sagen kann, also das ist nicht nur eine Sache der Regierung in Deutschland. Und auch nicht nur eine Sache der Wirtschaft, sondern unsere Schulen arbeiten an dieser Sache mit, dann ist das ein gutes Signal auch für andere Industriestaaten und für die Entwicklungsländer. Was ist das? Das ist ein Buch, was ich in der Holztour entdeckt habe. Es heißt der ökologische Fußabdruck. Was ist eigentlich der ökologische Fußabdruck? Den ökologischen Fußabdruck findet ihr nicht hier. Mit dem Begriff meint man die Fläche, die jeder Mensch auf der Erde verbraucht, um sich mit allen Dingen für sein Leben zu versorgen. Ja, wir verteilen nachher unsere Samenbomben aus dem Schulgarten. Wer eine möchte, kann sich eine nehmen und durchreichen, solange der Vorrat reicht. Die schmeißt man hinter sich guerillamäßig auf Brachflächen und wartet, dass es regnet. Und dann blühen die schönsten Ringelblumen und da geht es daraus. Aber man kann sie auch im Balkonkasten setzen. Eine sehr schöne Idee. Das ist ein Modell, das wir verwenden bei unseren Klimaschutztüren. Die Türen stehen natürlich häufig an Schulen im Winter auf. Und damit können wir den Poller sozusagen so dicht machen, dass das Ding nicht mehr zur Benutzung ist und die Tür kann nicht mehr versperrt werden. Also das Ding fällt immer wieder zu. Und jeder kann sehen, hey, das hat was mit Klimaschutz zu tun. Was ist denn das genau? Ist das ein Fußball oder ist das Kunst oder kann das weg oder was ist das? Also ein Schüler hat aus etwa Herbstferien und Pfingstferien zwischendurch Alu gesammelt. Also es ist nur von einer Person das ganze Alu, was man im Jahr an Pausenbrot verpackt. Also es sind 290 Gramm. Wir haben es gewogen, um es der Mutter dann einen Kopf werfen zu können. Schüler, 240 Schulen. Soll das etwa alles gewesen sein in Deutschland? Nein.
Wenn auch ihr Energie spart und ihr umweltbewusst unterwegs seid, dann bewerbt euch für den Energiesparmeister 2015. Und vielleicht sehen wir uns schon in Berlin wieder und ihr geht mit einem fetten Pokal nach Hause. Also, Strom sparen, bewerben, Vollgas. Wir sehen uns.